Hallo, ich bin der Carsten Tobschall. Ich bin im Service Support tätig und bin seit 2017 bei der Firma Schwalbe. Hallo, ich bin der Holger Schmidt aus dem Außendienst. Seit 1996 besuche ich den Fachhandel, den Fachgroßhandel und die OEM-Kunden im Südwesten Deutschlands. Wir wollen euch heute mal die verschiedenen Felgentypen näher bringen. Dazu haben wir euch hier drei so klassische Felgen mal mitgebracht, die es auch im Markt gibt. Ich habe hier zum Beispiel ist die Westwood-Felge. Eine Stahlfelge ist das, die ist meist bei den Hollandrädern verbreitet. Ich habe hier eine viel verbreitete Felge, das ist eine Hulkemba-Felge, die ist heute so der Standard, den es gibt. Und hier haben wir eine günstige Einstiegsfelge, das ist die normale Tiefbettfelge, die es als Stahl- und als Aluminiumfelge gibt. Wir fangen an mit dem ältesten Modell der Felgen, das ist immer noch die Westwood-Felge. Hier ist ganz wichtig darauf zu achten, dass wenn man den Reifen aufzieht, dass man klar den richtigen Reifen hat. Und dass man den, wenn man den aufzieht und aufpumpt den Schlauch, dass man den langsam anpumpt und immer wieder den Reifen ausrichtet, dass man der sich schön übergleichmäßig setzen kann, die Felgenkennlinie schön rauskommt. Und ganz wichtig ist natürlich maximal 5 Bar aufpumpen, auch bei den schmalen Reifen nicht über 5 Bar gehen, sonst springt er von der Felge. Das liegt auch daran, weil die Felge kein Felgenhorn hat. Genau. Die Felge hat kein Felgenhorn, wo der Reifen nicht festhalten kann. Das ist nämlich einfach glatt hier, ohne Kante, und da wird der Reifen runterspringen, über 5 Bar. Grundsätzlich kann man ja sagen, dass es diese Felge nicht mehr sehr oft gibt am Markt, aber oftmals bei klassischen alten Hollandrädern in 28,5 oder in ETRTO 40, 635 oder in der alten 26,13, also 37,95er Größe gibt. Dann kommen wir zu einer weit verbreiteten Felge im unteren preislichen Niveau. Das ist die klassische Tiefbettfelge. Diese Felge gibt es in Alu- oder in Stahlausführung. Hier ist es wichtig, dass man auch das richtige Felgenband benutzt. Wir empfehlen, das klassische Gummifelgenband zu benutzen. Wichtig ist, dass die Speichennippel alle schön abgedeckt sind, damit der Schlauch wirklich durch die Speichennippel nicht beschädigt werden kann. Diese Felgen haben einen Haken rechts und links und dadurch dürfen die auch teilweise mit etwas höheren Drücken bepumpt werden. Trotzdem immer darauf achten, was der Felgenhersteller und der Reifenhersteller für einen Maximaldruck freigeben. Als weit verbreitetste Felge im mittleren und gehobenen Bereich ist die klassische Hohlkammerfelge. Die Hohlkammerfelge hat im Unterschied besteht, ist grundsätzlich aus Alu oder aus Carbon. Und wie der Name schon sagt, hier ist eine zusätzliche Kammer in der Felge drin, also diese sogenannte Hohlkammer. Die Speichennippel sind in diesen Löchern versenkt. Der Vorteil dieser Felgen ist, sie können sehr leicht gebaut werden und sind gleichzeitig auch sehr stabil und natürlich hervorragend geeignet für hochwertige Räder, egal Rennrad, Gravel, Tour and Tracking oder Mountainbike-Bereich. Sind auch verwendungssteifer durch genau. Die Hohlkammer. Genau. Und hier kann man verschiedene Arten von Felgenbänder benutzen. Grundsätzlich müssen alle Felgenbänder hochdrucktauglich sein. Es gibt die klassischen PU-Bänder, also Polyurethan. Hier muss man natürlich auf die richtige Felgenbreite oder Maulweite und Felgenbandbreite achten. Die Maulweite wird folgendermaßen gemessen. Man nimmt einen Messschieber, geht an die Felge und misst das Innenmaß von Felgenhorn zu Felgenhorn. Hier hätten wir zum Beispiel ein Innenmaß von 19,5 mm. Und in der Regel ist das Felgenband dann 19,5 plus 2 mm ist dann die Felgenbandbreite. Also hier wären wir bei 21,5, also zwischen 21 und 22 mm wäre das Felgenband ideal. Wie gesagt, einmal kann man die hochwertigen PU-Bänder, die bis 8 Bar freigegeben sind, verbauen. Dann gibt es Klebebänder, die man nehmen kann. Auch hier muss man nicht unbedingt die genaue Maulweite berücksichtigen. Oder natürlich, wenn ich Tubeless fahren möchte, das geeignete Tubeless-Felgenband. Hier ist es wieder sehr wichtig, dass wirklich das komplette Tiefbett abgedeckt wird. Genau. Wichtig ist, dass man die Tubeless-Bänder von Felgenhorn zu Felgenhorn klebt. Und da gilt auch die Faustregel, grob 2 mm plus bei der Innenmaulweite. So, jetzt wollen wir noch ein bisschen detaillierter auf die Hohlkammerfelge eingehen. Ein ganz weit verbreiteter Felgentyp. Vor allem im hochwertigen Bereich. Hier gibt es nochmal Unterscheidungen, einmal, dass es die in Aluminiumausführung und in Carbonausführung gibt und als Hakenfelge oder als Felge ohne Haken, sogenannte Hookless-Felgen gibt. Genau. Hookless-Felgen, wie der Name schon sagt, haben keinen Haken mehr. Ist einfach plan.
Hierbei ist ganz wichtig, nur Tubeless-Reifen montieren. Unsere Reifen sind dementsprechend auf der Seitwand gekennzeichnet TLE, Tubeless Easy oder TLR, Tubeless Ready. Egal ob mit Schlauch oder Tubeless. Genau, ich wollte nochmal sagen, die dürfen natürlich auch mit Schlauch gefahren werden. Also es gibt keinen Zwang, Tubeless zu fahren, aber es muss ein Reifen sein, der Tubeless-tauglich ist. Richtig. Wir sind noch beim Thema Hohlkammerfelgen. Wir haben hier den Sonderfall. Wir haben hier eine Aero-Felge, Carbonbauweise mit Felgenbremse. Hier ist das Thema, bei Passabfahrten entsteht eine ziemlich große Hitze, die muss irgendwo hin. Und da raten wir generell immer, auf Speichenlöcher oder nicht, immer Felgenband verbauen und am besten natürlich den Reifen tubeless nutzen. Das nimmt die meiste Hitze auf und es gibt auch kein Problem. Oder als Alternative. Gut, es gibt natürlich keinen Schlauchplatzer bei Tubeless, Schlauchplatzer. Ganz klar. Wenn ich natürlich kein Tubeless fahren möchte, ist die beste Alternative unser Aerotanschlauch. Das Material ist extrem hitzeresistent und dadurch natürlich auch für solche Kombinationen Carbonfelge mit Felgenbremse hervorragend geeignet. Genau. Hinzu kommt bei Aerotan, man hat dieselben Dämpfungseigenschaften, wie wenn man Reifen tubeless fahren würde, hat da auch eine super Gewichtsersparnis in rotierenden Massen. Und einen Rollwiderstand, der fast auf Niveau von tubeless genau, ist. Genau, richtig. Ja. Die letzte Alternative wäre dann noch unser Standard-Butylschlauch mit einer etwa 1 mm dicken Wandstärke. Auch dieser Schlauch hat eine deutlich höhere Hitzeresistenz als zum Beispiel sehr leichte Butylschläuche. Genau, extra light würden wir nicht empfehlen, gerade aus bekannten Gründen der Hitze halt. Da lieber den Standardschlauch verwenden. Ein wichtiges Thema zu allen Felgen ist die sogenannte Felgeninnenmaulweite. Ich messe die mal. Man nimmt den Messschieber, geht von Felgenhorn zu Felgenhorn. Und dann hat man die Innenmaulweite. Hier liegen wir bei 15,5 mm. Genau. Zum Beispiel eine ganz schmale Felge, ganz breiter Reifen wäre eine ganz ungünstige Kombination. Oder eine breite Felge mit einem extrem schmalen Reifen, da raten wir von ab. Wir haben auf unserer Internetseite haben wir eine Tabelle. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und da sieht man dann auch, bei welcher Felgenmaulweite vom Mindestmaß bis zum Maximalmaß an Reifen möglich ist. Genau. Wichtig ist hier auch immer die Reifenfreiheit im Rahmen wie auf der Gabel zu berücksichtigen. Was auch immer häufig zu Fragen führt, ist, wenn man auf schmale Felgen einen breiten Reifen montiert. Bestes Beispiel ist der neue Pro One in 30 mm. Wenn man den auf eine klassische ältere Rennradfelge montiert mit typischen 15 mm Maulweite, dann bekommt er nicht seine 30 mm, weil dieser Reifen ist auf die modernen, üblichen Felgen konstruiert, die heute 19 mm oder sogar mehr haben. Ja, so viel zum Thema Reifen und Felgen, die es ja in den unterschiedlichen Ausführungen gibt. Wenn ihr weitere Fragen habt, könnt ihr es gerne bei den YouTube-Kommentaren mit einschreiben oder halt bei uns im Support anrufen. Wir helfen euch immer gerne weiter.